Schmold, das Thema Röschliche Gerüche. Der Präsentationstitel ist in Englisch. Shall we switch to English? Ja, hallo. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen das System Smart Medication vorstellen zu dürfen. Erstmal vorweg, ich arbeite zwar auch in der Firma Rush & Associates, ist ein IT-Consulting-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Datensicherheit, was hier in das System natürlich mit einfließt, komme aber von der Philipps-Universität Marburg. Das Projekt Smart Medication ist eine telemetrische Plattform für die ärztlich kontrollierte Heimselbstbehandlung von Patienten mit Hämophilie, also Bluterkrankungen. Ein Prototyp dieser Plattform ist auch an der Philipps-Universität Marburg in Form meiner Diplomarbeit entstanden und wir haben von Anfang an ganz nah und stark mit Ärzten, mit erfahrenen Ärzten zusammengearbeitet. Mittlerweile, da das Interesse sehr groß war, haben wir den Prototypen zu einer lauffähigen Plattform weiterentwickelt und ich habe derzeit auch eine Promotion an der Philipps-Universität Marburg in diesem Thema aufgenommen. Kurz ein paar grundlegende Informationen. Bluter, denen fehlt ein Faktor im Blut, was zur Blutgerinnung zuständig ist. Dieses können Sie substituieren mit einem Faktorpräparat. Dies findet statt zu Hause, alleine, ohne dass der Arzt dabei ist, in einer Heimselbstbehandlung per Injektion. Der Gesetzgeber schreibt hier eine lückenlose Dokumentation vor dieser Heimselbstbehandlung. Dies findet derzeit eigentlich rein auf Basis von Papiertagebüchern statt. Der Patient lebt teilweise 200 Kilometer weit weg vom nächsten Hämophiliezentrum, kommt nur ein- bis zweimal im Jahr zum Arzt und bringt dann stapelweise diese Papiertagebücher mit, wo der Arzt weder die finanziellen noch die personellen Möglichkeiten hat, diese auszuwerten, was eine Therapieoptimierung natürlich sehr erschwert, wenn nicht sogar fast unmöglich macht. Die Faktorpräparate, die verwendet werden, sind extrem teuer. Die Versorgung der Hämophilie-Patienten, obwohl es gerade einmal 4.000 Patienten in Deutschland gibt, die regelmäßig behandelt werden müssen, machen im kompletten deutschen Gesundheitsetat ganze 1,5% aus. Telemonitoring bietet sich daher eher an, weil gerade auch die Entfernung einen kritischen Faktor in der Behandlung darstellt, um die Therapie zu optimieren bei wirtschaftlich optimalem Faktoreinsatz. Wer ist eingebunden? Ganz klar der Patient, der sein Smartphone zur Dokumentation der Heimselbstbehandlung verwendet. Die Präparate, unter anderem auch wegen dem Preis, laufen nicht über Apotheken, sondern gehen direkt über den Arzt. Dieser bekommt auch eine Applikation auf dem Smartphone, kann die Medikamenteneingänge und Ausgänge damit dokumentieren und somit ist auch die letzte Lücke im Medikamentenlebenslauf geschlossen. Zusätzlich gibt es eine Web-Applikation, wo der Arzt Zugriff auf die einzelnen Daten des Patienten hat. Weitere Partner können in diesem Fall Krankenkassen und Pharmaunternehmen sein, wo man dann natürlich auf Basis oder erstmal schauen muss, was für Daten kann man bereitstellen. Da ist natürlich der Datenschutz ein großes Thema. Als letztes gibt es noch in Deutschland das Deutsche Hämophilieregister, was Daten sammelt. Die Anbindung der Patienten funktioniert derzeit aber noch eher schlecht als recht und die Ärzte haben auch nicht die Zeit, die Daten ins Register einzugeben. Die Module der Plattform sind einmal die Medikamentenlogistik, also der Arzt bekommt das Smartphone und kann die Ein- und Ausgänge der Medikamenten damit dokumentieren. Das Patiententagebuch für den Patienten, wo die Behandlungsdaten erfasst werden und das Patientenmonitoring mit einer Web-Applikation, wo der Arzt Zugriff auf diese Patientendetails hat. Zunächst die Medikamentenlogistik. Diese Applikation sieht vor, dass der Arzt mit einer User-ID und mit einem PIN einloggt. Das System erkennt somit den Arzt, lädt sich nur die Patienten dieses Arztes runter, stellt eine Liste bereit, natürlich anonymisiert mit einer Patienten-ID. Der Arzt gibt die einzelnen Daten ein, also welcher Patient, welches Medikament, Anzahl der Packungen. Da ja der Patient nur sehr unregelmäßig beim Arzt vorstellig wird, sind das meistens auch viele Medikamentenpackungen. Das Patiententagebuch ist ähnlich aufgebaut. Der Patient hat die Möglichkeit, alle vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Daten einzugeben, aber auch die Daten, die der Arzt zum Monitoring und auch zur Therapieverbesserung benötigt. Das sind einmal natürlich die Behandlungsdaten an sich, dann den Blutungsort. Nach einer kurzen Zusammenfassung kann der Patient die Daten wegschicken.
Die Applikation speichert die Daten zunächst lokal ab, versucht diese wegzuschicken. Sollte keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden können, versucht die Applikation selbstständig, diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt zu senden, selbst wenn die Applikation beendet wurde. Zusätzliche Funktionen sind zum Beispiel, dass der Patient den Arzt direkt aus der Applikation kontaktieren kann. Er kann eine Blutung fotografieren und einen Krankenhausaufenthalt per SMS, E-Mail oder auch Anruf dem Arzt melden. Die Auswertung findet statt über eine Web-Applikation. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Statistiken und Graphen etc., wo der Arzt einmal die Therapieübersicht über den Patienten hat, in diesem Fall ein Patient, der regelmäßig eine Prophylaxe anwendet, dann eine Medikamentenausgabe dokumentiert hat, eine Blutung und Folgebehandlungen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann der Patient eine Prophylaxe anwenden, also 2 bis 3 Mal der Woche sich behandeln vorsorglich oder on demand, das heißt erst, wenn eine Blutung auftritt. Weiterhin ist zum Beispiel auch der Faktorverbrauch einzusehen etc. Viel interessanter ist aber diese Grafik. In Deutschland hat es bisher kaum jemand geschafft, die Papiertagebücher auszuwerten. Ein Arzt hat es jetzt erstmal gemacht. Es waren Hunderttausende von Einzeldaten, die in Excel eingetragen wurden und anonymisiert uns zur Verfügung gestellt worden sind. Dies ist ein echter Patient im Jahr mit 12 Jahren. Die Dreiecke und Vierecke stellen die Blutungen in Gelenke dar, was sehr gefährlich sein kann, weil häufige Blutungen das Gelenk schädigen. Es wird steif, es geht kaputt und muss eventuell ersetzt werden. Die schwarze Linie oder die schwarzen Punkte sind sonstige Blutungen, die in dem Sinne nicht schlimm sind, weil durch eine Behandlung mit einem entsprechenden Faktorpräparat geht die Blutung weg ohne Folgeschäden. Der braune Balken zeigt die prophylaktische Behandlung. Was man hier jetzt zum ersten Mal sieht, ist, dass sich einige Gelenke herauskristallisieren und sogenannte Zielgelenke darstellen. Die sind vom Patienten zum Patienten sehr oft sehr unterschiedlich. Was hier der Fall ist, es sind immer große Zeiträume und wenn 3 Blutungen in einem Gelenk auftauchen und der Patient nur einmal im Jahr aufkommt, vergisst er das. Aus diesen Papiertagebüchern kann man es auch nicht herausfiltern. Es ist also auch sehr schwierig, eine Therapie anzupassen. Hier in diesem Fall hat der Arzt dann nach 8 Jahren eine Prophylaxe begonnen, die natürlich extrem teuer ist, wo natürlich auch die Krankenkassen nachfragen, ist es sinnvoll, sollte man nicht eine On-Demand-Behandlung beibehalten. Wie man aber in diesem Fall sieht, ist eine On-Demand-Behandlung, hat nicht funktioniert. Aber seit Beginn der Prophylaxe sind die Blutungen zurückgegangen, haben teilweise komplett aufgehört, wenn man sich zum Beispiel das Knie anguckt. Somit hat man einmal die Verbesserung für die Patienten, die Lebensqualität verbessert sich, zum anderen kann man den Krankenkassen argumentieren, dass eine Prophylaxe sinnvoll ist und eingeführt werden sollte und der Arzt kann den Patienten über sein komplettes Leben monitoren und die Therapie jeweils anpassen. Dies ist natürlich jetzt nur eine kurze Übersicht. Sie können auch gerne zu unserem Stand der Philipps-Universität vorbeischauen, da kann ich Ihnen das System live zeigen und bedanke mich hiermit und wenn Fragen sind, möchte ich die gerne beantworten. Ihr Part dabei war primär was? Ich habe zum einen den kompletten Prototyp gebaut in Form meiner Diplomarbeit, habe anschließend die Applikation für Smartphone entwickelt, beide Applikationen für Smartphone und das war auch mein Schwerpunkt. Ich bin dort der Hauptentwickler. Gibt es eine Frage an Herrn Schmoldt? Wie weit ist das System live und an wie vielen Patienten ist es getestet worden und wie ist da die Compliance der Patienten gegenüber? Also es war vor einigen Jahren, dass das Pharmaunternehmen Pfizer ein Produkt entwickelt hat, aber nur für sein Produkt. Das sind ca. 100 Patienten in Deutschland, an diesen wurde es auch getestet. Die Ärzte, die mit uns zusammengearbeitet haben, haben auch an dem System schon mitgearbeitet und von diesen 100 Patienten war die Rückmeldung sehr gut. 80% haben das System angenommen und wollen es weiterhin verwenden. Jedoch ist das System mittlerweile veraltet, viele sicherheitstechnischen Standards sind nicht umgesetzt worden und dann sind die Ärzte auf uns zugekommen, ob wir das machen können. Wir sind jetzt so weit, dass das System lauffähig ist und wir in den nächsten 2 bis 4 Wochen die ersten Test-User von dem alten System aufs neue migrieren können. Und unser System ist offen, also für alle Präparate offen, jeder Patient kann da drauf. Aber die ersten Test-User kommen jetzt erst auf das System. Noch eine Frage, bei diesen Hämophilie-Präparaten ist ja die Chargennummer immer ganz elementar. Man muss mitverfolgt werden, haben Sie Möglichkeiten, die einzuscannen, also ohne dass man jetzt groß eintippen muss, sondern dass halt für den Benutzer das sehr umgänglich ist und damit er dieses System auch tatsächlich nutzt.
Ja, genau, das war bisher auch immer das Problem. Die Fehler sind natürlich aufgetreten, weil es händisch in Papiertagebüchern eingetragen wurde. Die Nummern, die haben selten wirklich komplett gestimmt in so einem Tagebuch. Wir haben das so umgesetzt, dass die Medikamentenausgabe in der Praxis zum Beispiel per Barcode-Scanner durchgeführt werden kann. Dafür braucht man natürlich ein Smartphone, was auch eine Kamera hat, die einen Autofokus integriert hat. Die Präparate werden direkt dem Patienten zugeordnet und in einer Dropdown-Liste auf dem Smartphone des Patienten direkt angeboten. Das heißt, er muss nur noch das Präparat, was er auch zu Hause hat, anklicken. Somit sind alle Fehler erstmal ausgemerzt. Weiterhin, sollte es Internetprobleme etc. geben, hat er auch die Möglichkeit, diese manuell einzugeben bzw. auch einzuscannen. Und da haben wir die verschiedenen Möglichkeiten alle integriert, um diese Fehler natürlich ausschließen zu können. Noch eine letzte Frage. Ist der Arzt bereit, mit dem Smartphone zu arbeiten? Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt alt, aber manchmal reicht mein Arm jetzt nicht mehr aus. Wäre da nicht eine Fat-Client oder eine Web-Anwendung auf dem PC sinnvoller und würde eine größere Usability für den Arzt darstellen? Ja, das haben wir uns auch erst gedacht, dass gerade die Medikamentenlogistik mit einer Web-Anwendung gelöst werden könnte. Aber die Ärzte, die uns angesprochen haben, und es gibt da auch eine Hämophilie-Kommission, wo vor allem die Ärzte drin sitzen und sich darüber unterhalten haben, es gibt in Teilen schon solche Web-Anwendungen, die werden trotzdem nicht genutzt. Wenn das Smartphone vorne an der Anmeldung liegt und die Arzthelferin kann einfach mit diesem Smartphone kurz das eingehende Medikament kurz einscannen, dann ist es im System, man muss nichts mehr machen und ist fertig. Sich erst an den Computer zu setzen und dort alles einzugeben, was ja meistens nicht geht, weil der nächste Patient wartet, dann wird es wieder vergessen, dann wird es meistens sogar gar nicht erst getan. Danke, Herr Schmuck. Ich danke. Als nächstes möchte ich Herrn Stork nach vorne bitten. Herr Stork kommt ebenfalls aus der Universität Münster, vom dortigen Institut für medizinische Informatik. Herr Stork. Ja, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Informatik in Münster und ich möchte Ihnen heute das Projekt Präventionsportal Münsterland vorstellen. Die Idee hinter diesem Projekt ist es, die Gesundheitsdienstleister in der Region Münsterland in einem Portal zu vereinen, um halt vorausschauend medizinische Probleme zu vermeiden. Der Bürger hat die Möglichkeit, über das Portal schnell und einfach sein persönliches Risikoprofil zu erfahren. Also er kann seine medizinischen Daten dort hinterlegen und das System wertet automatisch seine Daten aus und erzeugt daraus sein persönliches Risikoprofil, wodurch er dann kontextbezogen auf seine persönlichen Risiken diagnostische und therapeutische Maßnahmen angeboten bekommt. Also die Abbildung dieser Präventionsanbieter innerhalb des Portals soll vollständig sein, also jeder soll Zugriff darauf haben, jeder soll sich da als Anbieter einbringen können. Die Inhalte sollen verständlich sein, dass der Bürger versteht, worum es da geht, was ich machen kann und was das für mich bedeutet. Und das bedeutet auch, dass die Informationen unabhängig sind. Der Aufbau ist wie folgt.